Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Player Unknowns Battlegrounds. Wir spielen Dunhurst Third Person Solo und springen hier vorne zu der Halle. Die Hoffnung ist, dass wir da durch die beiden Hallen das Feld durchgelutscht bekommen, nicht unbedingt allzu viele Gegner haben und da wegkommen, bevor zu viele Leute aus K.O. zu uns rüberpushen. Soweit zumindest mal in der Theorie. Okay, das ist eben gelandet. Waffe. Nicht gut. Okay, ich spiele jetzt ein bisschen das Wartespiel. Okay, nicht gut. Das war definitiv zu nah. Komm schon. Solltet eigentlich schon nächste drüben sein. Ich kann es weg. Ich bin verwirrt und unzufrieden. Die nehme ich mal reservativ schon mal mit. Gut, das war ein Schalldämpfer. Ich kann eben echt gerade schlecht ausmachen, wo das kommt.
Ich hasse solche Situationen. Karte checken, okay, gut. Weil ich Angst, dass dem meine Position bekannt ist. Ja, hier wird definitiv schon gelootet. Definitiv. Ich mag das nicht. Ich mag das absolut nicht. Dann kann ich mich jetzt hier hintrauen. Ich begebe mich ins freie Gelände und versuche irgendwo da vorne hinzukommen, wo ich mit etwas Glück nicht direkt diese Person sitzen habe. Wo ich mit der Versuchung niemanden sitzen habe, beziehungsweise niemanden, der mich erwartet. Na, dann ein bisschen ordentlich hinsetzen. Und dann schauen wir mal. Das fühlt sich. Okay, gut, hier ist offen. Versuche hier vorbeizupushen, versuche da oben hochzugehen. Ich fühle mich aktuell wie B-Ware. Ich bin auf Sandhog eigentlich auch lieber eher ein bisschen mehr am Zonenrand als im Zoneninneren. Okay, hier war auch schon jemand. Da das Problem mit Orten, an denen schon jemand war, ist, man weiß nie, ob da noch jemand ist. Ich weiß gerade nicht wirklich genau, was mein Ziel ist. Eigentlich ist mein Ziel, Leute zu finden und zu töten. Allerdings ohne das unangenehme Gefühl, dass Leute auf mich hinterhalten. Gibt es ein vernünftiges Verb zu Hinterhalt? Ich könnte daraus ein Adjektiv machen, ohne auf hinterhältige Leute zu stoßen. Das hört sich auch nicht ganz so an, wie das ich sagen will. Kommen darüber. Nur noch 40 Leute und ich habe noch niemanden gefightet. Das ist traurig. Na, schießt es. Sollte ich da unten noch versuchen zu looten?
keine Booster, von daher sollte ich jetzt erst tatsächlich noch kurz looten gehen. Weil Booster schon irgendwie so ein bisschen wichtig wären. Auch nur so ein ganz kleines bisschen. Wobei das ja auch irgendwie lootet aussieht. Jep. So viel dazu. Am besten SKS, die ich mitnehmen könnte. Dann hätte ich keine Munition für. Wir nehmen die SKS mit. Haben sogar noch 30 Munition dafür. Das kann weg, das kann weg. Davon nehme ich sicherheitshalber mal noch die Hälfte mit. Ich versuche mal nach da vorne zu kommen. Ich versuche mal ein bisschen Richtung Airdrop zu kommen. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Das ist überhaupt nicht gut. Da vorne ist jemand. Ich versuche jetzt hier die Straße zu überqueren, um dabei drauf zu gehen. Und dann hier den Berg ein bisschen zum Vorteil zu machen. Fuck it, den habe ich gesehen. Ich habe ein Wetter drauf, okay, gut. Geht doch. Das hört sich viel zu nah an. Nicht sonderlich sehr nah, aber zu nah. Okay, habe ich schon Waffen. Die kam. Nehme ich die kam mit. Pfanne, Munition, 6er, Pfanne verbrauche ich nicht. Das mitnehmen. Und versuche ein bisschen aus der Situation in Abstand zu kommen. Waffe nachladen. So. Okay, jetzt trauen und schauen, was auf der anderen Seite abgeht. Zone checken. Okay, gut. Ich bin immer noch relativ mittig in der Zone drin. Noch 25 Leute. Noch auf die andere Seite da, die Lage abchecken. Das ist nicht gerade so meine chlorreichste Runde.
20 Leute. Das ist doch schon mal irgendwie ein Erfolg. Also jetzt kein in Anführungszeichen, ja. Das schafft man ja so selten, sondern so. Das ist ja schon mal eine Runde damit. So. Im besten Fünftel. Damit kann man auch schon mal gut leben. Da hinten snipert es schon wieder. Aber ich glaube, das ist hier direkt hinter den Bäumen. Ich könnte auf jeden Fall nicht sehen, wo. Flugzeug. Das droppt relativ close. Na, könnte ich eventuell gucken, dass jemand. Wenn er für den Drop geht. In der Theorie. Würde ich ihn noch sehen. Okay, die Zone ist auch geschlossen. Okay, gut, ich bin mitten in der letzten Zone. Ich finde das nicht sonderlich angenehm. Immerhin tut ich durch den Tunnel hier eine relativ gute Deckung verschaffen kann. Und im schlimmsten Fall Gegner von zwei Seiten kommen, wenn ich es richtig anstelle. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich so der größte Sieg. Okay, das ist einfach nur ein Stein. So, zwei Energies, das sollte akzeptabel sein. Das hat sich angehört wie direkt von da vorne irgendwo. So, schließt auch schon. Andere Seite nochmal checken. Nach vorne. Kurz hinten checken. Runter auf 10. Okay, ich bin am Rand der Zone. In meinem Stein war auf jeden Fall jemand. Ich würde jetzt versuchen, das hier so ein bisschen zu halten. Den habe ich gesehen.
Das habe ich verkackt. Aber immerhin, Platz 5. Oh, da war ich dann doch ein wenig überfordert von der Zone. Ich hoffe euch auf jeden Fall, euch hat auch diese Folge PlayerUnknown's Battlegrounds gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt viel Spaß und ciao!